Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem österreichischen Laufpodcast, den ihr hoffentlich schon alle abonniert, geliked und gefolgt seid, habt, getan, machen, Hashtag, oder, damit wir das österreichische auch drinnen haben. Wie ihr wisst, habt ihr die Möglichkeit, über Spotify uns Sterne zu geben, über Apple iTunes ebenfalls, über diverse andere Plattformen uns zu hören und zu abonnieren oder uns auch Geld zuzustecken. Wir sind dafür alles offen. Neues Jahr, neues Glück. Es ist wieder Jänner. Es ist wieder Zeit, neue Routinen zu beginnen. Weil viele Menschen sagen, hey, wenn wieder neue Jahreszeit dort steht, dann möchte ich mal was Neues probieren. Und warum nicht einmal was Sinnvolles probieren? Also statt dass man sagt, ich fange das Jahr zum Steppen an, kann man sagen, ich tue dieses Jahr meinem Körper was Gutes. Und das machen wir mit AG1 von Athletic Greens. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Botanicals, Inhaltsstoffe, die ich nicht aussprechen kann, drinnen. Und die tun mir einfach gut. Ich versuche natürlich, meine Ernährung ausgewogen und gut zu planen, aber es ist einfach schön zu wissen, dass mit einem Löffel, den ich mir in der Früh in einen Becher reinhau und in 30 Sekunden in den Körper pfeife, ich wirklich einmal eine richtig coole Basis habe für das, was ich den Tag vorhabe. Das heißt, ich habe einfach 365 Möglichkeiten jedes Jahr, dass ich meinen Körper in Topform halte und so jeden Tag wirklich das Beste geben zu können. So, jetzt ist natürlich die Frage, willst du das auch? Wenn ja, dann kannst du jetzt der AG1 von Athletic Greens risikofrei und flexibel testen. Das heißt, du kannst das bestellen, probierst es aus und wenn du überzeugt bist, dann kriegst du, dann kannst du das ganze Jahr nutzen. Wenn du nicht überzeugt bist, dann gibt es jetzt da eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und für unsere Community gibt es ein exklusives Angebot und zwar auf athleticgreens.com/laufendendecken erhältst du beim Abschluss von einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3, K2, das sind so Tropfen, und 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Die sind super praktisch, gerade wenn man jetzt irgendwo auf einem Wettkampf ist, dann muss man sich das Pulver jetzt nicht selber abfüllen, sondern gibt schon fix fertig im Sackerl mitnehmen, Shaker mitnehmen oder irgendein Glasl vor Ort nehmen, das ist ziemlich wurscht. Reinleeren, umrühren, reinschütten, runterschlucken, fertig. Ihr findet das natürlich alles bei uns in den Shownotes oder ihr geht einfach gleich, wenn ihr es nicht unterwegs habt, auf athleticgreens.com/laufendendecken und testet AG1. Völlig kostenfrei, risikofrei. Machen. Hopp, hopp. Und dafür beglücken wir euch jede Woche mit Spiel, Spaß, Freude und Informationen. Heute sind wir eher auf der Informationsseite. Deswegen starte ich auch direkt los mit aktuellen Dingen. Nämlich, es gibt seit November, ist die Candice Bird, eine amerikanische Ultraläuferin und Race Directorin der Triple Crown of 200, also diesem Tahoe 200 und Bigfoot 200, den dritten habe ich vergessen. Moab. Dankeschön. Echt? Der andere ist für was gut. Grüß dich, der andere. Ja, begrüßt mich nicht. Du bist gleich die Begrüßung übersprungen und zu der aktuellen Stunde. Das hat mich jetzt ein bisschen verletzt, aber mit Moab komme ich wieder zurück. Ja, ich wollte dich ja nachher gebührend introducen und wie bei der WWE quasi mit einem Jingle. Aber jetzt hast du es alles versaut. Na, du redest nur ein Blödsinn, wirklich den ganzen Tag. Ja, jeder kann was. Auf alle Fälle, die Candice Bird ist seit November daran, einen Weltrekord im Streak-Ultralaufen aufzustellen und macht jeden Tag 50 Meilen. Sie ist jetzt da schon jenseits der 60 Tage, hat jetzt den Weltrekord auch schon and ongoing. Und sie dokumentiert das jeden Tag auf ihrem Instagram-Kanal. Also wer das nachschauen will oder anschauen will, sie ist jetzt da knapp bei 2000 Meilen zum Zeitpunkt der Aufnahme im Streak noch ein bisschen mehr als 60 Tage.
das ist schon ein bisschen crazy. Ich weiß schon, Wintertraining ist anders, aber so anders muss es nicht sein. Und das Zweite, was ich noch vor der aktuellen Folge habe, ist eine Rückfrage, die wir bekommen haben, zu Nutrition grundsätzlich, nämlich wie man das angeht bei 100 Meilern, wenn man noch nie einen 100 Meiler gemacht hat und nicht genau weiß, was man vertragt, man zusätzlich noch vegan lebt und dementsprechend sich nicht alles einbuttern kann, was es auf die VP so gibt. Und diese Frage haben wir zwar ansatzweise schon ein paar Mal angekratzt, vor allem in der No More Cola-Folge, aber wir haben sie noch nie so richtig beantwortet. Und das werden wir in dieser Folge einfach jetzt einmal gleich den Trainer fragen, den wir hiermit auch begrüßen dürfen. Grüß dich! Bevor du den Trainer fragst, möchte ich nochmal auf deine schlechten Mathematik-Skills zurückkommen. Wenn du sagst, sie macht das jetzt seit 60 Tagen, die Candice Bird, und läuft jeden Tag ungefähr 50 Meilen, sag uns eine kurze Aufrechnung, dass es nicht 2000 Meilen sein können, die sie gemacht hat, sondern 3000. 60 mal 50 ist nämlich 3000. Nur so. Lass mich das ganz kurz zusammenfassen. Nein, aber ich habe in den letzten Folgen schon festgestellt, dass du zu ich wirst und ich zu dir werde. Und deswegen möchte ich diesen Trend fortsetzen und dich immer wieder darauf aufmerksam machen, wie schlecht du dich vorbereitest und dass du immer mehr zu mir wirst. Das ist, ich begrüße euch auch recht herzlich und freue mich, dass ich diesem Wahnsinn wieder beiwohnen darf. Ja. Grüß euch. It takes one to know one. Servus, du willst es doch auch. Oh ja. Schau, du hast dich uns ausgesucht quasi. Du weißt, auf was du dich einlässt. Also, servus. Wir sind grüß dein euch. Mentaltraining. So kann man es auch nennen, ja. Das freut mich. Oder Survival-Training. Wie auch immer, Mentaltraining ist auch Teil von Survival-Training. Also, sehr schön. Also ich möchte mal, dass das in deiner, weiß ich nicht, in deiner Beerdigungsrede, dass wir genannt werden als die dich all die Jahre über Wasser gehalten haben. Ja. Okay. Gut, aber du bist eh schon so relativ alter. Ja, da kannst ist auch schon wurscht. Die paar Jahre jetzt. Ja. Nagel 1 an Nagel 2. und ich muss mich natürlich korrigieren, sie macht nicht 50 Meilen pro Tag, sondern 50k am Tag, seit 5. November. Also, so kann ich nicht arbeiten, mit diesen Fehlinformationen. Ich kommentiere es wieder mit mi. Sehr gut. Na, hätte man das auch geklärt. Perfekt. Zurück zur Nutrition-Frage, die wir dem lieben Trainer gleich so ganz vornweg einmal da quer schießen können. Wie würdest du empfehlen, an 100 Meilen anzugehen, wenn du nicht genau weißt, was du dann Verpflegungspunkten kriegst und du nicht 40 Gels da reinpfeifen kannst, weil du es einfach nicht schaffst? Da wird ja gleich eine Gegenfrage stellen, warum weiß ich nicht, wie viele Verpflegungsstationen es gibt? Nein, nicht wie viele, sondern was es genau dort gibt. Also was ich dort essen genau kann. Wenn du als Veganer jetzt da kannst du jetzt nicht nur Soletti und Tomaten dort essen, man kann es schon machen, aber das bringt dann halt kalorientechnisch beides wenig. Wie würdest du die Ernährungsstrategie anlegen? Vegan, 100 Meiler zum ersten Mal. Zum ersten Mal, ja. Kommt drauf an, jetzt, ob es ein Dropback gibt. Also das wäre natürlich günstig und ansonsten hängt es auch sehr stark von den individuellen Verträglichkeiten ab. Ja, also das sollte man auf alle Fälle im Vorfeld trainieren, aber das ist ja schon ausreichend, glaube ich, durchgekaut worden in den letzten Folgen. Ich bin ein Freund von flüssiger Ernährung, so viel es geht, weil es einfach am leichtesten verträglich ist. Trinken musst sowieso immer. Das sind billige Kalorien, sage ich immer, die du reinkriegst. Und ansonsten, wenn du, ja, du kannst den Veranstalter vorher fragen, was geplant ist an den VPs. Das machen wir eher immer. Mhm.
Eine Möglichkeit wäre auch, wenn du jetzt nicht so viel Gels mitschleppen kannst oder möchtest, und es gibt genug VBs, wo du Flüssigkeit bekommst, dass du es ähnlich wie im heißgeliebten Triathlon machst beim Radlfahren. Was hast du nicht verstanden? Das heißgeliebt? Ja, das haben wir einfach wohlwollend ignoriert, das heißgeliebt. Das also, werde ich nachher einfach rausschneiden. Na, wir eigentlich lieben wir Triathleten schon heiß. Das ist so wie bei der Inquisition. Da haben sie gewisse Dinge auch heiß geliebt. Hexen zum Beispiel. Flusch. Und schon gehen sie in Rauch auf die Triathleten. Auch mit einer Gelflask zu arbeiten. Ja. Okay, was kann man sich da drunter vorstellen? Naja, du packst eine Flask voll mit, weiß ich nicht, 30 Gels oder wie viel halt eine passen. Und hast die andere. Ausgedrückt oder noch? Genau, ausgedrückt, ja. Oder machst du selber eine fette Malto-Mischung rein, ja, die dann gelkonsistenzmäßig wird. Der Nachteil ist halt, du hast nicht so ganz die Kontrolle, wie viel du zu dir nimmst. Ja, weißt du halt, aus dieser Flasche dann rausnuckelst. Füllst du das immer wieder auf, füllt man das dann immer wieder auf mit Wasser und wird das dann immer dünner oder trinkt man die einfach, bis leer ist? Ich kann mir so das nicht leer ist. Du hast auch Flaschen, da sind nur Gels drinnen. Nuckelst dann der und trinkst immer dazu. Du musst halt schauen, dass du mit der anderen Flask, bis wo du nur Wasser drinnen hast, durchkommst. Ja, aber so verwirrt wie der Peter schaut, ist ja das Konzept von Trinken relativ kompliziert für ihn. Nein, aber ich habe jetzt nicht verstanden, wenn ich jetzt eine Flask habe, wo ich 30 Gels reinpacke. Ja. Wo ist der Vorteil zu, ich nehme 30 Gels mit? Dass es weniger Platz einnimmt. Weißt du, das Papier, weißt nicht herum, hantieren musst du mit. Genau. Du nimmst das Flask raus, trinkst und steckst das Flask wieder ein. Ja, aber wenn ich die Gels nicht vertrage, dann vertrage ich sie als Einzel verbockt oder als Gesamt. Das war jetzt nicht die Lösung dafür, dass du plötzlich Gels vertragst, sondern es war nur die Lösung dafür, wie du möglichst viel dichte Kalorien mitnehmen kannst. Genau. Okay. Weil es ist aber was anderes, wie die Geschichte, die wir eben in der No More Cola-Folge zum Beispiel mit Harald und Michel schon besprochen haben, dass du dir Kohlenhydratmischungen machst, also viel Pulver und das dann auffüllst. Genau, habe ich ja gesagt. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit, dass das selber Was anderes jetzt quasi zusammenpanscht. Naja, der Effekt ist der gleiche. Ja. Ich meine, die Gels bestehen auch hauptsächlich aus Maltodextrin. Also von dem her, aber das ist dann halt eine individuelle Verträglichkeitssache, wie du sagst, wenn du die am Markt erhältlichen Gels nicht vertragst, dann kannst du mal schauen, ob du nicht mit deiner eigenen Mischung zurechtkommst. Wenn du beides nicht vertragst, würde ich einmal behaupten, hast es eher schwieriger. Dann wäre Triathlet, da kannst du es aufs Radl picken. Wenn du es nicht vertragst, es aufs Radl picken kannst, ja, bitte. Ja, kannst du es am Bauch picken. Du bist in den letzten Folgen, du bist nicht da. Ja. Ich werde immer mehr zu dir. Ja, ich sage ja, du wirst immer mehr zu mir. Also der redet nur Blödsinn. Wirklich, nur Blödsinn. Gestern wieder Hypertrophie-Training gehabt, deswegen sind wir ein bisschen angeschlagen. Das ist richtig. Trainieren nicht zu viel. Okay. Nein, aber grundsätzlich, was ich noch sagen würde, ich würde auch bei dem Thema vertrage ich nicht, mittlerweile ganz stark hinterfragen, vertrage ich es nicht, weil ich es einfach nie probiere, wenn ich nie so esse, wie ich beim Wettrennen esse und dann mir plötzlich im Rennen ein Gel nach dem anderen reinpfeife, ist klar, da muss ich einen echten Saumagen haben, damit ich das vertrage. Ja. Mir ist schon klar, dass es auch Leute gibt, die empfindliche Mägen haben, aber rein grundsätzlich, aus meiner Erfahrung, ist es einfach, weil die meisten nicht genügend trainieren, einfach viele Gels im Training zu sich zu nehmen. Und erst wenn ich das ausgereizt habe, würde ich zu dem Entschluss kommen, dass ich die Gels nicht vertrage. Du kannst dich natürlich auch fest ernähren mit Riegel oder anderem Zeug. Musst du jetzt in Kauf nehmen, dass du mehr Energie verwendest für die Verdauung. Ja, ja, es kommt halt auf die Intensität an, wie schnell du das ganze Teil angehen willst. Ja. Wenn du einen Wandertag draus machst, wird es egal sein. Genau. Wenn es ein bisschen ambitionierter. Ich glaube aber auch da ist in die Regeln halt, wenn es vielleicht kälter ist, kommt je nachdem, wann der 100 Meiler ist und das ist in der Nacht und das Ding ist halt kalt, dann ist halt auch nicht angenehm zum Abbeißen. Wenn du eine kalte Cliffbar abbissen hast,
Das ist halt dann, irgendwann wird das Essen immer schmecken, egal was es ist. Du kannst nicht 25 Stunden lang Gels essen und dich immer drauf freuen. Aber ein heißes Giftbar ist auch nicht lässig. Wahrscheinlich aber noch lässiger als so ein ganz kaltes Ding und dann also kannst du es kaum dabei essen. Wenn es ist, ja. Wenn's das überhaupt dabei ist, dann kannst du eher lutschen. Das ist dann wahrscheinlich. Nein, aber das ist grundsätzlich meine Erfahrung, doch was ich Dings gemacht habe. Natürlich vieles ausprobieren, viele Gels ausprobieren und ich meine, wir fahren relativ gut mit High Five, weil die einfach flüssig sind und wenn der Gusto mal nicht so hoch ist, das Ding schießt er trotzdem in 2 Sekunden rein und dann wirkst du es einfach runter. Aber ansonsten einfach trainieren und auch was ich herausgefunden habe bei dieser Studie, die ich heute auch irgendwann gesucht habe, aber nicht mehr gefunden habe, oder diese Interpretation der Studie von Jason Koop, dass es ja ungefähr, also die Wissenschaft, die eine Studie, die es irgendwie gibt, empfiehlt so 250 Kilokalorien, ich glaube es waren 250, für einen 100-Meiler. Und das ist schon relativ viel. Also ich glaube, viel als die meisten irgendwie glauben. Das sind schon so... Wie in der Stunde? In der Stunde. Ja, kommt aufs Gel an, aber es sind schon so 2 bis 3 Gels in der Stunde. Aber das sind ja nur 60 Kohlenhydrate, also Gramm. Das waren 240 bis 260, glaube ich, hat die Studie so ungefähr empfohlen. Naja, ganz ehrlich, ich würde jetzt da grundsätzlich davon ausgehen, weil es kannst nur so 60 bis 120 Gramm Kohlenhydrate schaffst du quasi, dass du überhaupt pro Stunde die reinpfeifen kannst, auf Dauer. Das heißt, ich würde jetzt da sagen, wenn du jetzt damit zum Beispiel irgendwelche Sachets arbeitest, das dann mittragen kannst als Pulver, kannst du sicher mit Flüssigkeit relativ viel machen. Und wenn du jede Stunde ein hochkalorisches Gel da dazu reinhaust, das hat dann auch 160 Kalorien, wenn es ist, oder 120. Die High Five zum Beispiel haben irgendwie nur so 100. Ja, dann nimmst du halt 2 von denen. Und bei den Gels würde ich zusätzlich noch empfehlen, wenn du dann immer noch was reinhauen willst und du schaffst es nicht, dann würde ich die klassische Schnaps-Variante empfehlen. Naja, es gibt ja Schnäpse, die man nicht mag, die einfach kacke schmecken. Jeder Schnaps schmeckt kacke. Siehst du? Und wie kannst du Dinge, die du nicht magst, trotzdem schlucken? Also Schnaps einfach nicht trinken, das ist relativ einfach. Ja, alle Menschen, die irgendwann einmal als Kölner gearbeitet haben und wissen, dass man manchmal irgendwas mittrinken muss, aber was man nicht mag, wissen, dass du das machen kannst, ohne dass du es schmeckst. Das heißt, während du da das über die Schulter schütten. Nein, während du es dir reinpfeifst und runterschluckst, ausatmen, weil dann schmeckst du das nämlich nicht. Dann kannst du bis zu Terpentin wahrscheinlich alles hinter die Binde kippen. Und das kannst du bei den Gels genauso machen. In den Mund nehmen, ausatmen und oben schlucken. Das habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Probier's aus. Ja? Live bei Peter. Wir kriegen die nur dazu, dass du es schlucken kannst. Dazu müsste ich wieder laufen, aber das ist eine andere Geschichte. Wieso? Es gibt so viele Menschen, die essen und nicht laufen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ich glaube grundsätzlich, und das habe ich auch aus der No More Cola Folge mitgenommen, ist es einfach ausprobieren und das Training halt wirklich dazu ganz benutzen, genau, die Dinge auszuprobieren. Ja. Und das machen halt, glaube ich, jetzt die wenigsten sehr intensiv. Und ich habe das auch beim UTMB gemerkt, das ist schon Arbeit, weil so 250 Kilokalorien, das ist nicht wenig. Wenn man, also ich habe das mal als Richtwert einfach benutzt, um irgendwo anzufangen. Dann stellt man fest, wenn man mehr oder weniger braucht. Aber das ist halt schon ein zusätzliches Ding, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich mache es wirklich jede halbe Stunde, dass ich mir Gel reinpfeife, auch bei langen Läufen jede Woche. Also wirklich wurscht, ob eine Stunde, eineinhalb Stunden vom Lauf, ich gehe jede halbe Stunde irgendein Gel rein. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, welche, von irgendeinem Profi habe ich jetzt da neulich auch wieder das mitgekriegt, der gesagt hat, er hat sich einfach auf seiner Uhr wieder einen Wecker gestellt, der einfach alle 10 Minuten Piep macht und bei jedem Piep muss er trinken und bei jedem dritten Piep muss er ein Gel nehmen. Und das heißt, er muss rechnen während dem Lauf. Das war das, was ich mir gedacht habe. Ja. Also ich merke noch nie, wann der dritte Piep war. Ja. Aber ich habe das bei den ganz alten Garmin-Uhren gab es das auch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das bei der Suunto geht, aber da konnte man auch so einen Timer quasi stellen und ich habe mir den damals auch jede halbe Stunde gepiepst und dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas essen. Genau. Du kannst bei den Garmin-Uhren kannst sogar mit K-
Kalorienverbrauch, Alarmen arbeiten. Okay. Mhm. Okay. Also das wäre auch eine Möglichkeit, sofern das reliable ist, was die Garmin berechnet an Kalorienverbrauch. Ja. Oder zumindest sonst stellst du das halt auf Viertelstunden und sagst, okay, jedes Mal, wenn es piepst, trinke ich was und bei jedem zweiten Mal esse ich auch was dazu. Also das schaffst, dass du sagst, okay, abwechselnd, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Im Training ist das sicher praktikabel und wird funktionieren. Bei einem 100-Meiler wirst du es irgendwann auch nicht mehr mitkriegen, dass die Uhr piepst. Ah, das hat schon immer. Es muss halt nur, man muss sich, glaube ich, halt nur bewusst sein, wie du sagst, dass es im Training einfacher ist, sicher als im Rennen. Du bist immer und wirst Gaga sein, das ist schon klar. Ja. Aber irgendwann wird die beste Strategie im 100 Meilen aus dem Fenster geworfen. Es ist einfach so, weil sich Dinge ändern und das Geschmackding sich ändert. Deswegen glaube ich auch, was ich mitgeben würde, den Plan so einfach wie möglich zu halten. Nicht zu kompliziert mit jedes dritte Mal, wenn der Mond im Merkur steht, dann hupfe ich am linken Bein und trinke gleichzeitig solche Späße. Weil es muss so einfach sein, dass du ohne viel Blut im Gehirn das trotzdem irgendwie umsetzen kannst. Ja. Und deswegen hilft aber auch Training, weil das einfach dann so eintrainiert wird, dass es quasi dann ganz normal ist und du gar nicht drüber nachdenkst. Und was ich auch noch einwerfen will, ist, dass man auch nicht vergessen darf, dass das natürlich kostspielig ist. Weil wenn du das für 100 Meilen trainierst, wirst du halt viele 4, 5, 6 Stundenläufe haben oder so irgendwas. Und die jedes Mal mit Essen auszustatten, geht natürlich auch ein bisschen ins Geld. Ist immer noch billiger wie jeder Triathlon, weil du kostest das Radl so viel wie die Gels über 4 Jahre kosten. Und wir sind halt die besseren Menschen, aber davon gehe ich jetzt mittlerweile aus. Ja, das ist eine Glaubensfrage. Und es gibt nur einen wahren Glauben, wie wir wissen. Aber, was mir noch einfällt, ist, wo es halt wirklich wichtig ist und wo es mir auch schon aufgehört hat beim CCC, und wahrscheinlich dich auch und alle anderen auch irgendwann einmal, eben, dass du es vergisst. Und am ehesten vergisst du Trinken und Essen bergab. Weil da geht es leichter. Und wenn du einen längeren Downhill hast, der halt, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde ist, dann hast du was Flowiges und denkst, jetzt geht's endlich. Und dieser Downhill, bei dem du vergessen hast dann zum Essen und zum Trinken, kriegt er beim nächsten oder übernächsten Uphill das Knack. Ja. Ja, also dementsprechend. Für mich ist Downhill keine Entspannung, da kann ich relativ wenig vergessen. Ja, aber vielleicht musst du dich so konzentrieren, dass dann nicht isst. Da denke ich mir nur, es geht mir am Arsch. Da irgendwann denke ich dran. Perfekt. Also nehmt euch einen persönlichen Flow mit. Genau, Mentaltraining wirkt schon Flow, gell? Ja. Na gut, wir haben eh noch viele andere Fragen, glaube ich, damit wir nicht uns nicht zu lang mit einaufhalten. Ich hoffe, wir haben das aber so zumindest unsere 2 Cent hier in den Ring geworfen. Das war mehr als 2 Cent, glaube ich. Und wenn wir da noch zusätzliche Hints bekommen, sind wir sehr dankbar. Also schickt uns einfach E-Mails, Nachrichten, was auch immer. Brieftaube. Auch Brieftauben. Wie gehen wir denn das Wintertraining an, lieber Trainer? Was macht man denn da so? Also Wintertraining ist bei mir immer die Zeit für vor allem Krafttraining. Ja, Peter freut sich, seine neue Lieblingsdisziplin. Unnötiger Krempel. Und generell fokussieren wir uns da auf eher das Unspezifischere. Ja, das heißt, wir machen schauen, dass wir die VO2 Max entwickeln, arbeiten mit Bergsprints an der neuromuskulären Ansteuerung. Wofür würde ich diese denn brauchen? Dass du auch einmal es schaffst, deine schnellen Muskelfasern zu verwenden. Okay. Ja? Und nicht immer nur dahin schlurfst. Okay. In deinem Ultralauf-Stil. Ultra-Shuffle. Genau. Mhm. Was machen wir sonst noch? Kurze Zwischenfrage noch zu den Bergsprints. Warum Bergsprints und nicht normale Intervalle? Oder ist es wurscht eigentlich? Ja, normale Intervalle machen wir schon auch zur VO2 Max-Entwicklung, aber die Bergsprints unterscheiden sich eben dadurch, dass sie so ganz kurz sind und wirklich maximale Geschwindigkeit vorsehen und auch maximale Steigung, dass du eben wirklich die schnellen Muskelfasern ansprichst, ja, und auch
neuromuskulär arbeiten muss. Die neuronale Ansteuerung aktiviert die schnellen Muskelfasern. Das wäre dann quasi vergleichsweise Sprinttraining? Fragezeichen? Ja. Also wenn man jetzt da keinen Berg in die Ecke hätte, sondern nur eine Laufbahn, dann würde man das durch Sprinttraining ersetzen probieren. Ja. Ja. Aber ich denke mal, man hat vielleicht immer irgendwo Stiegen und die könnte man auch irgendwie rauf. Wäre das auch eine Alternative, wenn man. Ja, kommt dem nicht ganz, ganz nahe, dass der von der Beschleunigung her und von der Geschwindigkeitsaspekt her bist bei den Stiegen wahrscheinlich nicht dort, wo du beim Bergaufsprint bist. Ja, und du brauchst da nicht viel, das sind ja nur, du brauchst, weiß ich nicht, 60 Meter von mir aus, die es steil bergauf geben muss, weil weiter kommst du in 10, 15 Sekunden dann eh nicht. Nein, eh nur, ich habe mir nur gedacht, weil viele haben vielleicht eher jetzt ein Stiegenhaus in der Nähe, als jetzt vielleicht einen Hügel, der irgendwie so steil genug ist, dass es auch irgendwie Sinn macht. Und ich dachte mir nur, weil vor allem jetzt kraftmäßig du kommst halt mit der maximalen Geschwindigkeit nicht hin bei den Stiegen. Ja. Ich dachte, das ist mehr dann eher technikorientiertes Training, würde ich sagen, mit einer Kraftkomponente dabei. Genau. Mhm. Ansonsten machen wir ja generell immer Grundlage, Grundlage, Grundlage. Ist im Ultralaufbereich im Winter wahrscheinlich hat es nicht den Stellenwert, wie dann, wenn es spezifischer wird, weil wir eben vom Umfang her nicht dorthin kommen aufgrund der anderen Aktivitäten. Aber prinzipiell sollte man sowieso immer an der Grundlage arbeiten. Ja. Und eine ganz wichtige Frage, die der Peter schon das letzte Mal aufgeworfen hat, wenn er jetzt Maximalkrafttraining macht, wird er dann in den 5-6 Wochen, die er das macht, wird er dann total aufgeblasen in Cornetto? Oder für was macht er das eigentlich? Beim Maximalkrafttraining? Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt 2 oder 3 Folgen her ist, hat er irgendwie schon angedeutet, dass er jetzt Maximalkrafttraining macht und nicht versteht, warum, weil er will ja nicht ein Cornetto werden. So richtig aufgeblasen mit Muskeln. Ich habe versucht zu erklären, dass nur weil er jetzt ein paar Wochen Maximalkrafttraining macht, dass er jetzt plötzlich nicht aufgeht und irgendwie 15 Kilo schwerer wird. Aber sag ihm das du bitte nochmal, damit das irgendwie wissenschaftlicher klingt und er es dir vielleicht glaubt. Peter, du machst kein Maximalkrafttraining im klassischen Sinn jetzt, sondern ein Hypertrophietraining. Das ist muskelaufbauend. Ja, beim Maximalkrafttraining haben wir keinen klassischen Muskelaufbau, sondern arbeiten an der intermuskulären Zusammenspiel und verwenden das nach dem Hypertrophietraining. Was du jetzt machst, ist klassisches Muskelaufbautraining, das heißt Muskelquerschnittstraining. Und also wäre ja Cornetto. Genau, wir wollen aus dir ein Cornetto machen. Nein, natürlich nicht. Ich will kein Triathlet werden. Wir machen aus dir ein Cornetto Heidelbeer. Oh! Nachdem ich stark davon ausgehe, dass du keine Cornetto Heidelbeer und so dass du keine Muskelstimulanzen zu dir nimmst, die verboten sind, wirst du auch nicht so, wie du befürchtest, aufgehen wie ein Cornetto, sondern du hast einen Muskelzuwachs, also einen Kraftzuwachs. Das ist auch etwas, was super funktioniert, was ich so beobachtet habe im Training. Wir machen seit wann haben wir angefangen? Ein Monat. Dezember, genau, seit Dezember machen wir Hypertrophie. Und was ich mir rausgesucht habe, wie viel waren es? Bei der Kniebeuge bist du bei 50. Von 40 auf 50 Kilo. Ich war schon bei weniger. Also mit weniger angefangen. Oder mit 30 hast du angefangen? Ja, mit 30 habe ich angefangen und jetzt bin ich bei 50. Ist eine super Leistungssteigerung. Und wozu machen wir das Ganze? Das frage ich mich immer noch. Ganz genau. Vom gesundheitlichen Aspekt her, wenn wir das einmal unterscheiden, vom gesundheitlichen Aspekt her wollen wir natürlich dem degenerativen Abbau von
Muskelbinde und Knochengewebe entgegenwirken. Ja, und hast du mich gerade alt genannt? Richtig. Und natürlich auch zur Verletzungsprophylaxe. In deinem Fall, ja, du junger Hirsch, machst du das natürlich auch zur Leistungssteigerung und vor allem zur Belastungsverträglichkeit. Du hast warum Belastungsverträglichkeit? Ach so, du meinst ja, du hast ja die Laufbelastung. Im Lauf hast du ja enormen Impact, ja, auf deine, vor allem auch Wirbelsäule. Ja. Und genau. Und um diesen Abbau entgegenzuwirken, beziehungsweise auch aufzubauen, Bindegewebe, Knochengewebe und so weiter, müssen wir diese Zellen mechanisch stimulieren, sprich lastenorientiert arbeiten. Ich hätte stimulieren gesagt. Die zwei Schlümpfe. Ach, ihr habt wirklich keinen Daumen. Nein. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, das ist dein Problem, nicht meins. Ja, das ist so oder so ähnlich habe ich es ihm versucht zu sagen, aber er hat es mir noch halt noch nicht geglaubt. Ja, und warum noch ein Oberkörpertraining? Ich meine, ganz ehrlich, ich will nicht bei dem kleinen Kraftexkurs. Ich laufe mir auf die Hände. Ja, warum machen wir auch Oberkörpertraining? Ist ganz klar. Wie erreichst du eine Stimulierung, ja, um euer neues Lieblingswort zu verwenden, von Knochen- und Knorpelgewebe der Wirbelsäule nur durch die lastenorientierte Kniebeuge? Ja, ausschließlich. Die Kniebeuge ist ja kein Oberkörpertraining. Moment. So, was ist Voraussetzung für die Kniebeuge? Was haben wir letztes Jahr viel gemacht? Ja? Wir haben geschaut, dass Fuß- und Hüftgelenk mobil und zentriert ist. Ja? Schultergürtel genauso. Ja? Und die einzige Person, die ich kenne, die einen Schultergürtel trägt, war der Steve Urkel. Der hat den Gürtel, Und dass wir an der Brustwirbelsäulenaufrichtung arbeiten. Ja, das sind unsere Voraussetzungen für das Gelingen einer ordentlichen Tiefkniebeuge. Genau. Ja, und zum einen in der Neutralposition brauche ich eben einen aufrechten, ordentlichen, zentrierten Schultergürtel. Womit kämpfen wir alle in unserem Alltag? Ja, mit anderen Menschen? Klassischen Schreibtischstädter, so wie es das du bist, Peter, ja? Oder auch der Flo. Oder auch du. Oder auch ich, richtig, ja. Unsere Schulter und der Schultergürtel ist immer vorwärts, einwärts orientiert. Ja, wir hängen immer vorn weg, durchs Tipseln an der Tastatur. Und damit kannst du nur entgegensteuern, indem du eben entgegenarbeitest. Ja, Rückenstrecker arbeiten, Kapuzenmuskulatur, Schultergelenk generell, Außenrotatoren und so weiter und so fort. Diese Basisarbeit hast du ja schon hinter dir und deswegen geht es in deinem Fall einfach nur unter dem Gesichtspunkt der Gelenks- und Körperzentrierung, dass du auch am Oberkörper weiterhin arbeitest. Sind jetzt die Crossfitter die besseren Läufer? Nein, die Crossfitter sind nicht die besseren Läufer, aber die sind höchstwahrscheinlich muskulär besser eingestellt als viele Läufer. Ja, und nur weil du das jetzt ein bisschen machst, bist du noch immer kein Crossfitter. Du machst das ja, du machst das ja jetzt im Winter viel, baust vielleicht den Brustmuskel auf, das hört sich ja dann im Sommer wieder ein bisschen auf und damit benutzt du viele von den Muskeln und die gehen ja wieder zurück, damit du es im nächsten Winter wieder ein bisschen aufbauen kannst. Das ist ja nicht so, nur weil du jetzt ein paar Wochen was machst, dass du plötzlich ein Fitness-Typ wirst, der mit fetten Brustmuskeln und am Sixpack durch die Gegend laufst. Also mit einem Sixpack bin ich schon oft durch die Gegend gelaufen. Ja, aber das hast du noch getrunken und dann in den Mistkübel geschmissen. Ja, damit ist dann beim nächsten Jahr im Winter wieder. Also das heißt, du trinkst nur einmal im Jahr? Spinnst?
Nein, aber ist es nicht auch so, dass du das natürlich auch ein bisschen als Ausgleich machst, weil wenn es jetzt theoretisch, abgesehen von wenn du jetzt nur Beine machst, irgendwie ist es ja auch einfach auch für das ganzheitlich gesehen einfach gut, auch ein bisschen was für die Oberarme, weil du ja sie auch beim Laufen grundsätzlich brauchst und weil sie auch, wenn du dann mit den Stecken rumlaufst, die auch Kraft in die Oberarme. Natürlich beugst du dadurch auch Disbalancen vor, ja, das ist eh auch ganz klar. Weil du sollst ja auch, wenn du verletzt bist und was am linken Fuß hast, dir nicht die Übungen immer nur am linken Fuß machen, sondern auch am rechten, damit du einfach auch dann dir nicht so wieder eine Disbalance machst, weil du nur einseitig trainierst. Und genauso ist halt, solltest nicht nur den Unterkörper trainieren, sondern halt auch den Oberkörper, damit das alles im Gleichgewicht ist. Oder? Ja, hast du vollkommen recht. Und Podcast beendet, ich habe recht, danke. Servus, ciao. Ciao. Einmal im Leben. Ja, das muss ich auskosten. Sorry, ich habe unterbrochen. Aber genau zu dieser Vermeidung von Disbalancen und Körperzentrierung haben wir eben genau diese Übungen, die eben, da haben sie andere, schlauere Füchse schon den Kopf zerbrochen, Wissenschaftler in dem Bereich, dass wir eben alle klassischen Übungen in dem Bereich eben abdecken, ja, mit dem Kraftprogramm, das du eben verwendest. Ja, Druckzugübungen, von Brust weg zur Brust hin, Überkopfdruckübungen, klassische Range of Motion für Brustmuskulatur, dein heißgeliebtes Pullover, ja, was du immer so gerne machst. Mhm. Kniebeuge, klassisch, eh klar, ja, zur Beinkraftentwicklung und auch zur Ausbildung von Knochenknorpel von der Wirbelsäule, und dann haben wir noch die klassische komplexe Oberschenkelrückseite und Gesäß. Ja. Und all diese Kombinationen bringen dir nicht nur bessere Belastungsverträglichkeit, wenn es mal Richtung höherer Umfänge geht, sondern eben fix auch eine Leistungssteigerung. Ja. Und von dem gesundheitlichen Aspekt brauchen wir gar nicht reden. Ja. Ja, ich habe nur mitbekommen, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gehört habe, dass diese hintere Streckerkette, die man dadurch trainiert, dem Sitzlauf quasi entgegenwirkt. Diesen klassischen, wenn du ein bisschen zusammenfällst, dass du den Arsch rausstreckst und dadurch halt sehr unökonomisch dahin gurkst. Und wenn du das halt trainiert hast, dass du länger mit weniger Energieaufwand schneller ans Ziel kommst. Ich glaube, das trifft es dann. Ja. Also da haben wir die ischiochorale Muskulatur, Gesäßmuskulatur, die da natürlich bei den meisten verkümmert ist und halt wenig Beachtung findet, ja, im Training. Und da sieht man halt leider immer wieder dieses klassische Drinsitzen, ja, bei den Marathons, wenn es dann müde werden. Genau. Und die Streckung nicht mehr aufrechterhalten können, ja. Aber zu dem Krafttraining habe ich ja noch, und vor allem zum Wintertraining, sind noch ein paar Fragen in meinem Kopf, und zwar diese Intervalle im Winter, auch Bergsprints und so weiter und so fort, und Verletzungsgefahr. Wenn man das jetzt da sonst da quasi nur seine langen Läufe und dahin gewurschtle macht und dann plötzlich bei den Intervallen richtig Gas gibt, das ist ja sehnentechnisch und so weiter, also ich weiß es ja aus Erfahrung, haut es ja manchmal auch ziemlich rein. Also wie viel ist da gut oder was ist dann zu viel und wo ist da die Verletzungsgefahr? Also worauf sollte man da aufpassen, dass man sie nicht durch gut gemeint was zusammenhaut? Ja, zum einen fangen wir ja langsam an, auch bei den Bergsprints mit zur Eingewöhnung, weiß ich nicht, machen wir, glaube ich, 5 Stück, 10 Sekunden. Das sollte jetzt nicht zu viel Reiz auch auf die Achilles bringen. Zum anderen, und das ist auch meine Erfahrung, und da habe ich auch gleich an dich denken müssen, Peter, was deine heißgeliebte Achilles betrifft, ist es natürlich auch besser, wenn man dann vermehrt im vorgegebenen Z2-Bereich bleibt und dafür eine
Gehpassage in Kauf nimmt, anstatt dass man es dann durchläuft, wenn es bergauf geht, in Z3 kommt und so auch die Achilles belastet mehr. Mhm. Ja? Da haben wir ja tatsächlich auch einen Lauf ausprobiert, quasi vor Science, dieselbe Steigung gehen, genau, und laufen. Genau, das unter einem anderen Aspekt, ja. Ja. Aber wann ist was zu viel? Da wäre halt einmal der Ansatz, auch deswegen im vorgegebenen Rahmen zu bleiben, um eben auch den Strukturen ihre Zeit zu geben, sich anzupassen. Mhm. Ja, und natürlich, wenn ich sage, warum soll das jetzt gehen darauf? Eigentlich kann es eh laufen, ist doch wurscht, ja. Na, dann ist das unter anderem mit ein Grund, warum es vielleicht doch gehen sollte, damit ich eben auch meinen passiven Strukturen die Zeit gebe, die sie eben brauchen. Ja. Ja. Und ich glaube aber auch, was ja, zumindest ich festgestellt habe, weil man dann auch vorher bei die 100 Meilen war, wenn es denn in die ganz langen Sachen reingeht, ist es da auch einfach spezifischeres Training für das, was dann im Wettkampf ist. Weil im Wettkampf werde ich dann halt nicht alles laufen, wenn ich da 160 Kilometer lang durch die Walachei galoppieren muss. Und das sehe ich halt auch oft, dass die Leute dann im Training alles rauflaufen und dann halt im Wettkampf gehen. Und gehen ist halt auch ein bisschen eine andere Bewegung und glaube ich, soweit ich das weiß, auch trainiert. Leicht andere Muskeln. Ist einfach, ja, ist einfach so, gerade im Winter ist jetzt die Frage, aber gerade dann, je näher es dem Wettkampf kommt, so spezifisch wie möglich werden. Und dann ist Gehen halt einfach spezifischer. Ja, definitiv, ja. Ja. Und genau das haben wir ja auch ausprobiert. Also du, Peter, wo liegt die goldene Mitte? Und die hast du ja gefunden bei so einem kleinen Testlauf, wo wir eben geschaut haben, was ist das Effizienteste von der Zeit her, vor allem auch alles raufgehen, alles rauflaufen oder eine Mischform. Das hat mich tatsächlich irritiert oder überrascht ein bisschen sogar. Ja. Was wir gemacht haben, war, dass wir eine 1,x Kilometer lange Steigung hergenommen haben, die aber jetzt da wellig war, also zum Teil ein bisschen steilere Passagen gehabt haben, ein bisschen flachere Passagen, und die bin ich zuerst komplett durch raufgegangen in maximal 140er Puls, dann bin ich das Ganze hinaufgelaufen, auch mit maximal 140er Puls, und beim dritten Mal nach Gefühl, dort was flacher war halt gelaufen, dort was steiler war gegangen, und beim Gehen habe ich den Puls nicht dorthin gekriegt, also in die flachen Passagen habe ich es gar nicht geschafft auf 140er Puls, weil das wäre dann schon ein ganz weirder Gang gewesen. Schnell gehen. Ja, sage ich doch, weirder Gang. Beim Laufen bist du, wenn es steiler wird, super ineffizient dann schon, und bei diesem Mischbetrieb Gehen, Laufen ist der Puls eigentlich recht gut auf 140 geblieben oder knapp drunter, und ich war dann auch noch, ich glaube eine halbe Minute fast oder so, schneller auf 12 Minuten war ein Anstieg. Das heißt, es war jetzt gar nicht so wenig, was man schneller war im Gehen-Lauf-Mischbetrieb. Ja. Ja, klingt jetzt irgendwie so auch sowas, was ich mir gedacht habe, dass wahrscheinlich das Effizienteste ist. Also ich meine, kommt auf, wenn es nur steil ist, hätte ich fast behauptet, dass Gehen, Laufen gar nicht so viel Unterschied macht. Ich hätte mir auch gedacht, dass Laufen, gerade wenn es steiler wird, dann, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst beim Laufen bleiben, dann laufst du halt irgendwie schon quasi nur noch so ein bisschen am Stand, was irgendwie ziemlich doof ist. Genau. Aber das ist eigentlich die Message, ja. Es macht ab einer gewissen Steigung im negativen Sinn eben keinen Sinn mehr weiterzulaufen. Ja, ja. Es ist dann einfach ökonomischer, wenn du aufs Gehen wechselst. Ja. Ja. Die große Frage ist, dass du herausfindest, bei welcher Steigung das ist, und dass das halt gar nicht zu seinem Prozent weißt, aber so, dass du das halt so ein bisschen im Gefühl hast und dann halt wechselst. Ja, und was umgekehrt halt genauso. Ja. Was ich für mich selber noch nicht rausgefunden habe, oder vielleicht weißt du das, Christoph. Es ist ja, wenn ich in eine Steigung reinlaufe und dann zum Gehen anfange, wenn ich glaube, jetzt muss ich gehen, dann ist mein Puls eigentlich schon zu hoch. Die andere Variante ist, wenn ich die Steigung sehe und zum Gehen anfange,
bevor es richtig steil wird, verliere ich tendenziell mehr Zeit, weil ich halt schon gehe, wenn ich eigentlich nur laufen könnte. Was ist geschickter? Kurz Impuls noch Impuls drüber oder schneller gehen? Also, oder früher gehen? Ja, es ist, kommt drauf an, würde ich mal sagen. Zum einen, wo du gerade bist, was die Zielsetzung ist. Wenn du gerade vorne dabei bist, wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn du reinlaufst in die, weiß ich nicht, Z3, Z4, und dann durch Gehen wieder schaust, dass du runterkommst. Wenn es um nichts geht, wird es vielleicht ökonomischer sein, wenn du gleich auf Gehen wechselst. Würde dann situationsabhängig entscheiden. Die beste Antwort eines jeden Trainers, kommt drauf an. Ja, damit kannst du ein Jurist werden. Ja, richtig. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, dass es das Gefühl irgendwie, die Erfahrung einfach ausmacht. Ja. Ich glaube, ich habe auch schon mal mit Michael Arendt gehört, der das dann sogar in Prozentsteigen ausgedrückt hat, wann ab er quasi geht oder läuft. Aber ganz ehrlich, wenn ich da irgend so einen Hügel rauf husch, mache ich mir keine Gedanken darauf, wie viel Prozent gerade die Steigung haben könnte. Das ist dann immer da wird es dann zu kompliziert. Ja. Eben, erstens das und zweitens sind auch diese Prozentsteigungsangaben ist auch eine individuelle Geschichte. Ja. Also ich meine, es kann schon sein, dass deine Garmin das so sagt. Ja, aber bei manchen ist es effizienter, wenn es ab, weiß ich nicht, 8% zum Gehen anfangen. Bei manchen ist es effizienter und ökonomischer, wenn sie erst bei 12% zum Gehen anfangen. Ja. Nein, ich glaube, er sagt schon, dass das jeder für sich herausfinden muss, bei wie viel Prozent quasi seine Schwelle ist. Und, die gibt es sicher, ja. Ja, ja. Na, witzig war ja zum Beispiel ein Cape Town 22 gestern, wo der Hannes Namberger gewonnen hat und der eine Russe zusammen, wo man gesehen hat bei der Übertragung, dass sie einen relativ steilen Hügel, recht spät im Rennen, der Russe ist gelaufen und der Namberger ist daneben mitgegangen, gleiches Tempo. Und der andere war halt quasi viel unökonomischer unterwegs, aber offenbar läuft der immer alles. Also der hat dann eben diese Gehmuskeln in dem Sinne gar nicht so intus, dass er halt wirklich versucht, möglichst viel durchzulaufen, was halt lustig ausschaut dann. Ja, kann für ihn halt auch eine ökonomische Reform sein, als das Gehen. Aber der macht da extrem viel, also wenn man den als Läufer, auch von der Statur her sieht, der macht da extrem viel mit Kraft. Mhm. Also der ist auch recht kräftig im Vergleich zu anderen, also. Das heißt, er macht auch jeden Winter Maximalkrafttraining und jetzt hast du Angst, dass du wie Russe wirst. Richtig. aber ich habe zum Wintertraining noch zwei Fragen. Das eine ist, kann Indoor-Radlfahren Laufen ersetzen im Winter? Jetzt wenn man sagt, je nachdem, wo man ist, dass es manchmal wirklich draußen glatt ist, dass man sagt, ich möchte ein bisschen weniger Stoßbelastung haben und so weiter und so fort. Oder brauche ich das Laufen, damit ich einfach irgendwelche speziellen Muskeln beibehalte? Also ersetzen kannst du es sicher nicht. Ja, es kann es ergänzen, würde ich mal sagen. Gerade, was man jetzt zum Beispiel, was ich gerne in den Plan schreibe, sind so eben neuromuskuläre Geschichten, diese Microbursts, die du sicher kennst, neuromuskuläre Ansteuerung. Die Stunde des Todes. Ja, ist auch schön. Aber das ist im Prinzip der gleiche Wirkungsgrad wie von den Bergsprints. Also da kann man durchaus Parallelen ziehen. Ansonsten metabolisch gesehen ist natürlich eine gute Möglichkeit für Grundlagenausdauer zum Trainieren, keine Frage. Aber und auch muskulär hast du durchaus Parallelen. Also ich würde das jetzt gar nicht so verteufeln. Aber was halt tatsächlich fehlt, ist halt das Spezifische und du brauchst einfach die Umfänge spezifisch drinnen, ja, in den Haxen. Und insofern wirst du da nicht herumkommen. Aber ja, ich sag mal,
es ist durchaus eine Alternative im Winter, wenn es wirklich nicht geht oder wenn es zu gefährlich ist, zu glatt ist. Oder du vielleicht, also vielleicht an einer stoßbedingten Verletzung herumlaborierst. Das dann sowieso, ja, dann ist es ja. Ein ganz tolles Alternativtraining. Oder auch, wenn du das ja vom Herz-Kreislauf-System besser steuern möchtest oder besser steuern kannst, ja, so wie ich jetzt einen Schnupfen habe, ja, und jetzt nicht unbedingt draußen herumgurken möchte, setze ich mir halt eine Stunde aufs Radl und kann ganz super gesteuert in meinem Grundlagenbereich ohne große Stoßbelastung arbeiten. Du bist ja sowieso irre, dass du dich mit einem Männerschnupfen überhaupt aus dem Bett bewegst. Eigentlich solltest du auf der Intensivstation sein und drei Ärzte sollten sich um dich kümmern. Ja, du bist, das ist korrekt. Aber alles für den Podcast. Ja, alles für den Podcast. Ja. Nein, aber ich glaube, also gerade im Winter finde ich, bevor man nichts macht, geht man aufs Radl. Und wir sind ja da sowieso schon generell unspezifisch unterwegs mit Maximalkraft und so. Und zumindest in meiner Meinung finde ich das dann auch vollkommen okay, wenn man seine Fitness irgendwie halt auch mit Radlfahren erhält, weil es vielleicht gerade besser in die Lebenssituation passt. Ja, auf alle Fälle, ja. Eine super Alternative. Und wir hatten ihn das letzte Mal schon, der Demi der Dick hat einmal erzählt, dass er viel mit für seine Bergfitness viel mit Spinning gemacht hat, weil das ähnliche Muskelgruppen beansprucht, wie du dann beim Bergauflaufen hast. Also kannst du mich jetzt widerlegen, wenn das nicht so ist oder wenn du mir der Demeter deinen Blödsinn erzählt hat. Aber das wäre ja sowas, wie der Christoph gemeint hat, mit diese Micro. Ja, genau. Und dass du dadurch auch bergauf fittest. Ja, bei den Microburst hast du ja wirklich nur neuromuskuläre Ansteuerungs-, also da verbesserst du wirklich nur das intramuskuläre Zusammenspiel, ja, von den Muskelfasern. Und Spinning ist dann, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, oder? Da ist ja dann, da hast du viel mit viel Umdrehung, glaube ich, oder? Ich bin jetzt da auch nicht so. Ja, viel Umdrehung, wobei das kannst du am Indoor-Radl kannst du das auch relativ gut erledigen, dass du viele Umdrehungen draufkriegst, weil wenn du mit diesem Ergometer-Modus bei diesen Direct-Trainern arbeitest, kannst du ja, wenn du schneller trittst, regelt deinen Widerstand auf. Das heißt, ich habe jetzt bei diesen Microbursts zum Teil 130 Umdrehungen drauf gehabt, weil das hast du auch nur 15 Sekunden. Oder wenn du am Berg raufgurkst, du kannst das entweder über Kraft machen mit, weiß nicht, 70 Umdrehungen, oder du kannst das über die Geschwindigkeit machen mit 120 Umdrehungen, was halt selbe Watt ergibt, aber völlig unterschiedlichen Widerstand. Ja, da habe ich halt gehört, dass das auch gut sein soll. Und ich finde halt immer, irgendein Training, das vielleicht jetzt ein bisschen unspezifisch ist, besser als gar kein Training. Also ich bin mir nicht sicher, ob du das mit Spinning erreichst, aber mit schönen Intervalle, die weiß ich nicht, Vastus medialis beanspruchen, ja, du brauchst auf alle Fälle auch bergauf. Generell ischiokorale Muskulatur. Von dem Aspekt her kannst auf alle Fälle was eine Zubringerleistung erreichen, ja. Ja, also mein Ding wollte nicht sein, dass es quasi ersetzt, sondern nur, dass es ergänzt. Weil, wie du sagst, du brauchst dann auch den Aufprall und du brauchst halt auch die Zeit auf den Beinen. Gerade wenn es bei den längeren Sachen ist. Und dass wir es nicht drum herum kommen, aber ich sage einmal, es ist, glaube ich, eine sinnvolle und für viele auch eine zeitsparende Ergänzung. Apropos zeitsparend, also das wäre so meine Abschlussfrage zu Kraft und Wintertraining und so. Ändert sich was an den Umfängen pro Woche im Winter, also jetzt zeitlich gesprochen, nicht an der Laufleistung, weil die wird ja weniger, weil wenn du Intervalle machst und Bergsprints und so weiter und so fort, ist das was anderes, wie wenn ich einen langen Lauf über 4 Stunden mache. Aber wenn ich mehr Krafttraining einbaue und so, ist jetzt der Gesamttraining im Winter weniger oder ist die Zeit ähnlich nur anders? Wir schauen natürlich schon, dass wir den Umfang sukzessive erhöhen, ja, damit wir auf die spezifischen Umfänge dann hinkommen, wo wir hinwollen, ja, also quasi aufbauend arbeiten. Und von dem Aspekt her werden natürlich die Umfänge sukzessive erhöht. Aber alles nur in einem Rahmen, dass halt ein Krafttraining noch Platz hat. Ja. Und wenn es dann spezifischer wird,
wenn man eben von dem Krafttraining je nach Zielsetzung dann eben reduzieren auf einmal ein wöchentliches Maximalkrafttraining, das sich dann natürlich unterscheidet vom Hypertrophietraining. Das ist reduzierter und dient dann eigentlich nur mehr der Stabilisierung und ja, dem, wie gesagt, dem Zusammenspiel von intramuskulären Möglichkeiten. Ja. Okay, also, aber ist jetzt im Winter weniger Zeitaufwand als im, weiß ich nicht, in der Vorbereitung im Frühjahr, wenn es spezifischer wird? Nicht zwingend. Auch da kommt es darauf an, welche Ziele du hast. Ja. Es kann weniger Zeitaufwand sein, ja, wenn du, weiß ich nicht, für einen 100-Meiler trainierst, wirst du in der spezifischen Phase sicher mehr investieren als im Winter, ja, wenn es unspezifisch ist, ja, weil du alleine ja durch das Krafttraining auch dann nicht so viel reinbekommst, ja, gerade wenn es um Hypertrophie geht, wirst du selber merken, dass das durchaus anstrengend ist und dann macht es auch nicht Sinn, dass du dann noch zusätzlich, weiß ich nicht, 5-6 Stunden Einheiten hast, ja. Ja, das brauchst du, dass du den Kopf freikriegst von dem blöden Krafttraining. Ja. Dann musst du zur Entspannung laufen gehen. Ja, also da kommt es halt ganz drauf an, ja, wie die Umfänge ausschauen, je nach Zielsetzung und würde jetzt auch nicht verallgemeinern, ja. Ja, ich weiß nicht, was hast du zur Zeit für Stundenumfänge? Ich glaube, es ist eigentlich immer so zwischen 10 und 15 Stunden die Woche. Ja, so um den Dreh. Schöpfen das ganz gut aus. Also es ist, pro Tag musst du halt mit 1-2 Stunden rechnen, je nachdem. Ja, genau. Genau, ja, aber diese richtigen Back-to-Back-Geschichten, die wirklichen Zeitfresser, die hast du halt jetzt noch nicht. Weniger, drin, ja. Genau. Aber apropos Zielsetzung, Flo, wie schaut deine Zielsetzung grundsätzlich aus fürs nächste Jahr? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Nächste Frage wäre, wie legt man als Trainer das an, wenn das die Antwort war? Ja, ist schwierig, ja. ist schwierig. Aber was denn? So lange Zeit, ja, was wir machen. Wir versuchen da wirklich eine sinnvolle Antwort hinzukriegen. Und das ist jetzt da ein bisschen dünn beides. Es ist die Wahrheit, ganz ehrlich. Nein, ich meine, wir haben ja eh schon die letzten Male auch drüber geredet. Es hat sich jetzt nicht so viel verändert, außer dass wir jetzt 2023 haben. Nein, ich versuche noch immer regelmäßig wieder zu sporteln. Das ist derzeit mein einziges großes Ziel. Und der Dezember bei mir war grundsätzlich ein bisschen stressig in dem Sinne, dass ich wenig Zeit hatte für sinnvoll für Laufen, weil für mich jetzt vor allem was ich am intensivsten merke, ist, dass mir die frühen Stunden als Lauftraining genommen werden. Das macht die Sache für mich halt jetzt nicht einfacher grundsätzlich. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt die letzten 1,5 Wochen, 2 Wochen ganz gut hinbekommen. Mit Krafttraining muss ich ehrlich sagen, da strauchle ich noch ein bisschen. Da schiebe ich so gern vor mich hin und dann liege ich um 8 am Abend auf der Couch und denke mir, oh, jetzt mache ich auch nichts mehr. Wobei Krafttraining wäre jetzt eigentlich die optimale Variante, wenn man sagt, okay, ich kränkle so ein bisschen dahin, also nicht so wirklich krank, sondern ein bisschen und ich bin so jetzt da mit kleinem Kind und so, ich kann jetzt nicht so lange draußen sein, also Krafttraining würde man jetzt ja in der Wohnung machen können. Ja, oder? Würde sie hervorragend anbieten in dieser Phase der Planlosigkeit. Ja. Na eh. Ja, also. Du hast alle recht. Aber ja, du hast auch 2 Schrauben daheim, du weißt, dass das, wie soll ich sagen, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Man könnte mit Kindern ja auch ein bisschen Krafttraining machen, weil das ist quasi die automatische Gewichtserhöhung über Zeit. Ja.
Ich trage ihn eh durch die Gegend und so. Das ist dann Oberarm, Oberkörpertraining, ja, oder? Ja, dann musst du Kniebeugen mit dir haben. Ja. Nein, ich will jetzt wieder, ich will mal ehrlich gesagt, also ich muss sagen, bei Krafttraining fehlt mir gerade ein bisschen die Motivation, aber ich versuche sie wieder zu bekommen. Aber ich will mir jetzt auch nicht super viel Stress machen, weil wenn ich will ja zumindest schauen, dass ich regelmäßig 3-4 Trainingseinheiten in der Woche hinkriege, in welcher Form auch immer, und deswegen stresse ich mich da jetzt nicht so super sehr. Ich hätte auch gern wieder 2023 mit mehr Yoga angefangen, weil ich ja noch immer notorisch unbeweglich bin. Und warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil keine Zeit ist in der Früh. Nein, ich bin das halt echt, und die Früh war lange Zeit mein Retter, wenn am Nachmittag was los war, und gerade im Dezember war am Nachmittag immer irgendwas, wo ich irgendwo sein habe müssen, bin ich in der Früh aufgestanden. Aber wenn ich ihn halt in der Früh, meinen Kleinen kümmern darf, dann kann ich nicht und will ich nicht um 4:30 in der Früh aufstehen. Das ist mir dann ehrlich gesagt auch nicht wert. Und aber was anderes ginge nicht, also schlafe ich halt in der Früh. Dazu eine Frage, also welche Trainings jetzt da, also Christoph, nachdem du jetzt da offenbar, wie legst du das als Trainer an, nicht leicht beantworten kannst, wenn man diese Ziele hört, was wäre für ein Wiederaufbau quasi, was würdest du als Key-Trainings quasi da reinschreiben, also wenn die Ziele, also generell jetzt ist so es, random sind? Generell ist es, wie gesagt, schwierig, ohne Ziel zu arbeiten, also für alle Beteiligten. Und ganz ernsthaft sollte man sich dann generell schon die Frage stellen, brauche ich dann überhaupt eine Planung? Ja, weil für was plane ich denn eigentlich? Ja? Das zum einen. Zum anderen kann man natürlich immer sagen, ja, ich möchte den Gesundheitsaspekt oder ich möchte fit bleiben oder ich möchte nicht allzu viel an Grundlagenausdauer verlieren. Mit diesen, unter Anführungszeichen, eben auch Zielen arbeiten. Also Erhaltungstraining jetzt, quasi. Ja, Erhaltungstraining wie immer. Relevant oder wesentlich ist halt, dass alles eins gemein hat, und das ist halt die Kontinuität. Ja? Und wenn die nicht gegeben ist oder nicht möglich ist, dann wird es halt sehr schwierig. Ja? Dann wirst du, egal welches Ziel du anstrebst, wirst du da Schwierigkeiten haben, hinzukommen. Ja? Also mir wurde ja zugetragen von Menschen, die keinen Trainingsplan gehabt haben, dass man auch damit relativ weit kommt mit einfach irgendwas machen. Hat mir mal irgendjemand gesagt. Ich glaube, das war ich vor 2 Jahren. Dein vor 2 Jahren, ich hatte gelogen. Nein, aber rein grundsätzlich, ich meine, grundsätzlich, ja. Das, was ich derzeit mache, ist ja auch nur, ist im Endeffekt nur Fitnesserhaltung. Ich mein, aber es ist ja nicht so, dass ich keine Ziele haben will. Ich will mir nur jetzt noch nicht die, ehrlich gesagt, noch nicht die Großart. Ich will jetzt mal, wie du sagst, ich finde, das steht und fällt alles mit Kontinuität. Und das war das auch, was mich die letzten 6 Jahre ausgezeichnet hat, dass ich roboterartig quasi jedes Training durchgezogen habe und nicht nachgefragt habe, warum ich das tue, sondern ein braver Soldat war und sie einfach nur exekutiert habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil du auch die grundsätzliche Frage gestellt hast und die ja durchaus berechtigt ist, aber es hilft mir schon, dass es irgendwo drinnen steht, dass ich irgendwann was machen muss. Weil wenn ich jetzt gar nichts hätte, dann ist es noch leichter zu sagen, ach, ich mach's morgen oder ach, ich bin zu müde. Ja. Und wie gesagt, wenn es jetzt nur ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich vor dir, wie soll ich sagen, dass ich das Geld, was ich dir zahle, irgendwie auch ausnutze, ist das ein Grund für mich, wahrscheinlich mehr zu machen, als wenn ich gar nichts hätte. Ja. Ist legitim, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Das habe ich mir gedacht, dass du nichts dagegen hast. Aber wie du ja selber schon gesagt hast, ja, wenn du genau weißt, wenn du ein Ziel hast, ja, dann arbeitest du in den Plan ab. Ja, also in deinem Fall eben ein Wettbewerbsziel. Ja, dann hast halt eine wirkliche intrinsische Motivation auch dahinter, die dann eben auch in harten Zeiten die Motivation hochhalten kann. Ja. Und wenn du, ja, eigentlich, ja, habe ich eh nichts vor,
Ja, aber es ist ein bisschen der Zwang zu dem fehlt, was du machen möchtest. Ja? Also das ist ein kleiner Widerspruch in sich, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine. Dann ist halt schwierig, irgendwie was zu... Ja. Die Zeit zu finden auch, ja. Aber apropos Zeit, also was würdest du jetzt da, nachdem du weißt, beim Flo ist Zeit halt wirklich momentan knappi, oder er nimmt sie halt nicht immer die Zeit, was würdest du als Saisonziele empfehlen und wie kann er das zeitlich optimieren, ist Training dorthin? Also was würdest du sagen, hey, das und das wäre ein cooles Saisonziel, weil das kriegst du auch mit dem und dem Trainingsumfang gescheit. Ja, ein klarer Fall, UTMB 2023. auf Top 50, oder? Naja, der Kieler hat gezeigt, dass es in Sub 20 geht. Also, ja, du brauchst dann nicht so viel trainieren, wenn du in 20 schon fertig bist. So ist es. Genau. Ja. Nein. Na, ernsthaft, also ich sehe mich in meiner Rolle nicht als Zieldefinierer. Ja, das macht schon immer der oder die Athletin. Ich unterstütze auf dem Weg dorthin, aber ich definiere die Ziele nicht für euch. Ja, das macht ja jeder selbst. Also von dem Aspekt her kann ich sagen, das Ziel ist realistisch in dem und dem Rahmen oder das schaffen wir oder da müssen wir irgendwie noch 2 Jahre arbeiten dran, was auch immer. Ja. Aber ich suche nicht für die Athleten die Ziele aus. Ja. Das wär, okay. Welches Ziel würdest du für realistisch halten beim jetzigen Zeitaufwand? Du stellst dieselbe Frage einfach nur anders, Peter, das funktioniert so nicht. Auf der Nudelsuppe ist er nicht daher geschwommen. Wirklich, Peter, du bist heute, das ist ein Wahnsinn. Naja, wäre jetzt da irgendwie Marathon realistisch? Aber ganz ehrlich, wie soll er das fragen? Ich muss wissen, ob ich die Zeit habe, nicht er. Wenn ich sage, ich will 100 Kilometer laufen, kann auch sagen, das traue ich dazu. Mit dem jetzlichen Zeitaufwand im Training, dass du sagst, okay, ich will mir nur, weiß ich nicht, von mir aus dreimal die Woche 2 Stunden nehmen, also 6-7 Stunden. Ja, wer ist das? Das muss ich, das es, also ich finde, das der ist Zeitaufwand, den definierst ja auch du selbst. Ja. Und das, was ich statistisch hier sehe, ist kein greifbarer. Also es ist rot. Ja, manchmal sind es 4 Stunden die Woche, wenn es hochkommt. Ja. Manchmal aber auch nur eine. Ja. Manchmal nur eine. Ja. Ich glaube, dass der Trainer da wirklich das Ding, das muss ich wissen. Also. Ja. Wie gesagt, mein Ziel ist es nicht, ziellos zu sein. Mein Ziel ist es auf jeden Fall jetzt, Kontinuität reinzukriegen und dann mir dann Gedanken darüber zu machen. Gut, dann genau. Ich bringe euch das in der nächsten Folge wieder. Also beim nächsten Mal, wenn wir 3 zusammentreffen, das bringt ja so als nächstes. So kann ich ja nicht arbeiten. Ja, sei mal wieder ein bisschen nur selbst, stell weniger depperte Fragen und dann kriegst du gescheite Antworten. Ja, passt schon. Mit mir kann man es ja machen. Richtig. Also Peter, nachdem man mit dir sowieso alles machen kann und du auf jeden Fall nicht selbstbestimmt bist, wie geht's denn dir gerade so mit dem Training? Ja, immer so, wie es der Trainer will. Passt, Podcast fertig. Ja, ich weiß es nicht. Das Training hat sich gewandelt nach den Wettkämpfen und nach meiner zuerst 2 Wochen krank sein und Trainingspause im, wann war denn das? Ende September, Anfang Oktober haben wir im November wieder angefangen einzusteigen und seitdem geht es eigentlich ganz gut. Wenn jemand kotzen will, empfehle ich diese Microburst-Trainings, die sind super. Da hat man richtig viel Spaß. Ja. Wenn man Alle lieben sie heiß. Wenn man sich selbst sehr hasst, dann davon mehr. ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Und so blöd klingt, ich vertraue jetzt einfach drauf, dass da was Gescheites rauskommt, weil ich kann es nicht beurteilen. Ja, das hoffe ich doch sehr, dass du vertraust.
Muss ich? Nach, ja. Ich habe nur gesagt, ich will das und das machen und jetzt dein Job. Genau. Na, ich bin da guter Dinge, du bist auf einem super Weg, finde ich. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, was das Krafttraining betrifft, super Leistungszuwachs für die erste Zeit. Und ja, wie lang konsequent dabei. Wie lang sollte man das eigentlich steigern? Also wenn man jetzt sagt, okay, du hast mit so und so viel angefangen, also wie weit bringt so ein Aufbautraining eigentlich was? Oder ist das einfach nach oben hin wurscht? Naja, physiologisch bist du irgendwo dann limitiert, ne? Also was Leistungszuwachs betrifft. Ja. Nein, aber da bist du noch weit davon entfernt, ja. Außerdem bist du Ausdauerathlet. Also insofern ist das auch egal. Ja. Ich glaube manchmal, der Peter wacht in der Nacht auf und glaubt, dass er plötzlich jetzt ein Cornetto wird und bei den CrossFit-Games mitmachen muss. Also, wo deine irrationale Angst dem Krafttraining überherkommt, das ist mir schleierhaft. Habt ihr mir jetzt Lauch genannt? Ja. Vorher alt, jetzt. Also ich werde da gedisst, aber. Naja, worauf hinaus wird, ist bei dem Gespräch mit dem Hannes Namberger war es so, dass er gesagt hat, er ist jetzt von einem Spurt gekommen, der relativ kurz intensiv war, also im Endeffekt ähnlich wie Sprinter. Und er hat gesagt, er ist draufgekommen, ja genau, er ist vom Skifahren gekommen und hat gesagt, er hat am Anfang Gewicht verlieren müssen und quasi Muskelmasse abbauen, weil er einfach das fette Oberschenkel gehabt hat. Ja, klar. Und es hat ihm deswegen habe ich gefragt, wo es da nach oben hin das Limit gibt, dass du sagst, okay, ab jetzt wird es für einen Ausdauerspurt. Das erreichst du so nicht. Okay. Wir machen einen 8-Wochen-Block Hypertrophie. Da hast du jetzt einen Zuwachs gehabt von, ja, glaube ich, 20%. Ja. Das ist natürlich. Von 30 enorm. Auf 50 Kilo, 20%. Wirklich? Von 30 auf immer doch von 40 auf 50. Okay, dann sagst du natürlich 20 mehr. Gerät. Ihr zwei seid, das ist ein Wahnsinn. Aber also, egal, ja. Flo, du trainierst nicht, da darfst du unser Taschenrechner sein. Ja, ich merk's. Dipsel dir herum, ich sehe. Ich dipsel nicht herum. Du wirst uns jetzt weisen, dass es im Kopf geht. Darauf zurückzukommen, ja, du machst einen 8-Wochen-Block. Schauen wir mal, wo du stehst, ja, wie viel wir davon erhalten können über die Saison. Wo du stehst, wenn du im Herbst wieder richtig mit Kraft anfängst. Ja? Und wenn du das wirklich halten kannst, bist du schon super dabei. Ja? Das wird die große Frage sein. Ja? Oder uns überraschen. Ich glaube auch, dass das mit dem Lambacher, der hat das recht natürlich verloren, indem einfach gelaufen natürlich, ist. Er hat nicht irgendwie dafür getan, sondern das heißt ja ganz natürliche Grenzen. So ist das bei dir auch. Du wirst jetzt nicht plötzlich den dreifachen Oberschenkel haben, nur weil du weißt, 8 Wochen lang ein bisschen mit dem Gewicht. Aber da ist ein ganz anderes Krafttraining dahinter bei den Skifahrern als im Ausdauersport bei uns jetzt. Ja, ich darum sage, es ist eher so ein Sprintertraining. Also vom Gewicht, also von dem Gewicht, das du durch die Gegend schubst. Du hast andere Intensitäten und natürlich auch Zeitdauern des Krafttrainings drinnen. Ja. Also da brauchst du keine Sorgen machen und wie gesagt, du hast jetzt glaube ich nur mehr, wir sind schon durch mit unserem Hypertrophie-Training noch 2 Wochen und dann müssen wir schauen, dass wir ein bisschen spezifischer werden. Den Crosslauf-Cup machst du ja noch. Mhm. Glaube ist nicht so schlecht. Ist ein bisschen ein Zugeständnis an deine Wettkampflust und ja, hilft ja nichts. Intervalle hast du gesagt. Das sind halt längere Intervalle. Kann man durchaus ja an der Schwellenleistung arbeiten bei den. Sag ihm das nicht, sonst argumentiert er das jetzt immer. Du musst vorsichtig sein, was dem Peter sagst. Kennst du ihn jetzt nicht mittlerweile schon? Wenn du ihm es einmal zugestehst, wirst du es beim nächsten Mal wieder hören. Ja, ich glaube, er macht ja das, was er will, immer noch, weil soweit ich das richtig gesehen habe, ist im Plan morgen ein lockerer Hügellauf, aber in irgendeiner Anmeldeliste steht auch ein Herr Peter für morgen. Ja, also wenn diese ganze Geschichte hier ausgestrahlt wird, ist es ja schon quasi
vorbei gewesen, weil wir nehmen jetzt da ein bisschen vorher auf und es geht um den Wintertrail, den Wiener Wintertrail. Und ja, möglicherweise. Okay, oh, worum geht's dann? Einen Tag vorher ist auch noch ein Bewerb, ja, der hier nicht eingeplant ist. Was? Vorher ist ein Bewerb? Ja. Wirklich? Was? Ich darf wohl teilnehmen? Ah. Welcher Bewerb? Ja, dann nehme ich das gleich zurück, ja, wenn du es eh nicht weißt, wo du dich angemeldet hast. Wo habe ich mich angemeldet? Ernsthaft? Ja. Wo? Oh. Bei diesem Dreikönigs. No, not me. 3 Kilometer Furz. Nicht? Habe ich mich da verschaut? Nein, das war, ja. Okay. Jetzt, also von einem Wettkampf überrascht werden, das ist mir noch nicht passiert. Wo ist denn der? Wann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wann startet der? Wo muss ich sein? Ja. Ich war am Biesenberg, das passt schon. Vielleicht hast du dich irgendwann, bist du mal in der Nacht schweißgebadet, aufgewacht, hast Angst gehabt, dass du jetzt ein Connector wirst und hast dich auf Verzweiflung einfach für den nächsten Wettkampf angemeldet. Anmeldelisten auf Kurzwahl. Sehr gut. Du sprichst den Wintertrail an, das ist jetzt auch nicht gerade unbedingt super passend vom Plan her, wenn du jetzt auf Angriff laufst. Aber ja, auch Spaß soll dir mal hin und wieder zugestanden werden. Nein. Gegen Spaß. Das Leben macht keinen Spaß. Doch, das passt schon. Da arbeitet man an der Schwelle. Wir schauen, was der Achilles danach sagt. Genau. Spürst du eigentlich noch? Gefühlt nach intensiven Einheiten. Also wenn ich mehrere Lauftage hintereinander habe und dann irgendwie auch nicht nur normale, lockere Hügelläufe drinnen sind, sondern wirklich auch, was weiß ich, Bergsprints oder wirkliche Andruckläufe, dann spüre es, vor allem spüre ich jetzt den anderen Fuß auch. Aber egal. Das ignorieren wir jetzt einmal so lange, wie es irgendwie geht. Da als Trainer kannst du auch nichts mehr sagen, hä? Ach, ja. Aber wir haben ja noch Saisonziele, dementsprechend, ja. Ja, Ferse links 0, Ferse rechts 1. Eben. Ja, wie legst du dann eigentlich weiter an, dass du sagst, okay, die Stärken, Schwächen, an denen müssen wir noch arbeiten, dass wir das Ganze das Jahr gut über die Bühne bringen, wettkampftechnisch? Naja, wie gesagt, den Crosslauf Cup als Herzensangelegenheit sei dir zugestanden und wird sicher auch was bringen, wobei ich da noch anfügen möchte, dass man dann halt, nachdem der immer sonntags ist, ein bisschen Zeit verlieren für längere Sachen oder da eben umschiften müssen. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, dann immer und ein bisschen so ein Zugeständnis dann an ja eigentlich wichtigere Sachen in dieser Phase. Und genau da möchte ich eben auch noch schauen, dass wir da ein bisschen mehr an der Grundlage arbeiten und zwar hinsichtlich langsamer laufen. Schauen, dass wir besser in Z2 bleiben. So jetzt mit dem Flow laufen gehen? Nein, also nicht Z1 gehen, sondern Z2 bleiben. Richtig. Aber wenn es hilft, lauf in Z1 ist sicher auch besser, als du laufst dann in Z3. Dabei bemühe ich mich eh schon so bei diesen lockeren Nüchternläufe und so weiter, dass ich in Z2 bleibe. Ja, da ist es ja nicht so die Herausforderung. Ja. Die Herausforderung, oder wo ich immer wieder sehe, dass du abdriftest, ist, wenn du dann bis am Berg herumgurkst. Ja. Und du da nicht zurückhalten kannst. Ja, also der Biesenberg lässt einfach mein Herz höher schlagen. Scheißegal, welche Geschwindigkeit. Also das ist einfach, wie soll ich sagen, weißt du, wo die Liebe hinfällt, da pumpert das Herz halt heute. Aber ich hab schon selber festgestellt, das braucht relativ lang, bis man das wirklich so ein bisschen auch im Gefühl hat, im Griff hat. Und wenn man das aber mal drauf hat, also vor allem am Ende vom UTMB-Training habe ich das schon richtig gut drauf gehabt, die zwei Tage da, kannst du erinnern, wo man da
Lindkugel waren und dann am Dings, ja, war ich vielleicht insgesamt 2 Minuten nicht in Z2. Ja, das stimmt, ja. Erinnere mich. Also das wäre noch ein großes Anliegen von mir, sage ich jetzt einmal, oder auch Ziel, dass man da noch besser dran arbeitet, noch mehr an der Grundlage. Das ist auch etwas, was generell ausbaufähig ist bei dir. Wir werden das jetzt auch demnächst mal mit einem Laktattest überprüfen. Okay, ja. Das verstehe ich, aber was meinst du, das ist ausbaufähig? Also wie ausbaufähig? Womit? Mit mehr an Grundlage laufen. Richtig. Ja, mehr prozentuell am Training oder eine gesteigerte Dauer in der Grundlage, das meine ich jetzt damit. Wenn du sagst, mehr Grundlage laufen, hast du jetzt einfach von der Zeit, die man fürs Training mehr verwendet, ja, davon mehr Grundlage oder du sollst einfach schauen, dass du mehr Zeit investieren, damit du sollst einfach mehr schauen, dass du mehr in Z2 bleibst. Ja? Wenn ich mir so eine Statistik anschaue von dir, ja, was soll man dazu sagen? Kann man die Zonen umdefinieren ein bisschen? Die nächste depperte Frage. So, gelbe Karte, Peter. Moment einmal, wenn ich an meiner maximalen Herzfrequenz arbeiten würde und den nach oben kriege, dann würde ja die Z2 auch nach oben rutschen, oder? Ja, aber die maximale Herzfrequenz, die ändert sich nicht so leicht. Die kannst meines Wissens auch nicht wirklich nach oben trainieren. Mit einem Defi? Die nächste depperte Frage. Ich merke schon, wir driften hier ab, ja. Du kannst deine anaerobe Schwelle nach oben schrauben, ja. Das bietet gleichzeitig mehr, sag jetzt mal, Raum, um deine Grundlagen, deine aerobe Schwelle nach oben zu treiben. Aber da ist sowieso Raum genug, ja. Wenn ich mir das anschaue, insofern mehr Z2. Ja. Z2, mehr Kraft, weniger Spaß. Toll, toll. Du bist hier nicht, um Spaß zu haben, Peter. Du bist hier, um Leistung abzurufen. Das sind deine Worte. Verdammt, so ist mit den eigenen Waffen. Genau. Und man sieht es ja auch an deinen an diesen Microburst und so weiter, das macht ja trotz allem Spaß, aber wenn du es nicht zugibst, da bist du eher zu Hause. Ja, du bist eher, und deswegen machst du ja gerne Crosslauf-Cups mit kurzen, knackigen Sachen. Deine Leidenschaft oder deine, wo du herkommst, das ist halt der schnellkräftigere Sport gewesen. Und von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir da mehr in die Grundlage reinkommen, mehr an den SD-Muskelfasern arbeiten. Ja, und da schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen was von deinen schnellen Fasern ein bisschen umwandeln können. Mhm. Ja? Ja. Ja, genau. Wie man das gut macht und so weiter, da werden wir dich nochmal zu uns zitieren. Was sie da alles so getan hat, trainingslerntechnisch. Wir wollen da ja jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber genau. Seid ihr gewahr, du kommst wieder. Leider. Ja, wenn es nichts hilft, gerne. Ja, wir drei sind uns schon so ans Herz gewachsen, wir können quasi auch gar nicht wirklich nicht mehr beisammen sein. Wie die Biesenberger Herzbuben. Sind wir die Biesenberger Herzbuben? Ja, weil wir noch der Adventszeit so weiter fressen, bald schon. Das ist richtig. Gut, in dem Sinne, hast du noch was auf deinem digitalen Fragezettel, Peter? Na? Trainer, willst du noch irgendwas loswerden? Eigentlich nicht. Dann möchte ich euch... angebracht, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. Dann möchte ich euch beide danken für diese unterhaltsame Folge. Ich hoffe, irgendwer hat irgendwas mitnehmen können von dem, was wir hier gestammelt haben. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn jemand Rückmeldungen hat oder Feedback oder Fragen an den Trainer, schickt uns das. Wir überbringen ihm die und werden das fürs nächste Mal wieder sammeln. Erst dann, bis dann. Sehr gerne. Danke. Baba. Servus. Tschüss.